Was soll das denn jetzt? Jetzt läuft er auch noch hier unten rum. Als ob wir nicht noch schon genug Probleme haben mit diesen komischen Schleimviechern. Und wer hängt denn da? Was soll das hier? Ich will hier nicht weiter. Okay, wir haben ein bisschen Flintenmunition. Das... Wisst ihr was? Ich gehe nochmal zurück und speichere. Ich weiß nämlich nicht, wann der nächste Safe Room kommt. Und ich will jetzt nicht das alles nochmal machen. Hier sollte kein Viech mehr kommen. Ich speichere nochmal. Da kommen wir auch mehr noch nicht durch. Alles klar. Lal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 a. So, wir gehen mal kurz speichern. So, Hallöchen. Das wäre jetzt so krass gewesen, steht halt direkt einer vor der Tür. So. Wir haben... Den Skorpionschlüssel brauchen wir, glaube ich, doch nicht, oder? Wir könnten uns ein bisschen Munition noch herstellen. Kurz. So ein bisschen verbesserte. Und haben dann direkt keinen Platz mehr. Das ist doch scheiße. Ist das doch. Den Skorpionschlüssel nehme ich nochmal sicherheitshalber mit. Ich weiß nicht, wofür ich das Urpendel brauche. Das ist eigentlich aus dem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, weil ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Wir nehmen es aber besser mal mit. Oder soll ich es in die Kiste tun? Wir können ja gegebenenfalls nochmal zurücklaufen. Nein, wir nehmen es einfach mal mit. Ist jetzt auch egal. Auch wenn das Inventar voll wird, wir nehmen das jetzt einfach besser mal mit. Hinterher brauchen wir es und haben es dann nicht. So. Mit der Flinte fühle ich mich auch um einiges sicherer. Damit weiß ich nämlich, dass wir so ein komisches Viech direkt mit einem Schuss wegbatzen können. Das ist ganz angenehm. So. Alter! Es hört sich so an, als würde immer direkt wieder noch ein Viech spawnen. Bei diesen ganzen Schleimgeräuschen. Geräuschen. Hallo Boilerraum. Hier können wir wieder durch. Meine Nase juckt. Der Hund ist weg. Den hat Daddy mitgenommen. Und wo kommen wir jetzt hin? Hallo? Da ist noch ein Kräuter-Daddy. Da ist nochmal Flintenmunition. Wir bekommen erstaunlich viel Flintenmunition auf einmal. Ich muss mal kurz meine Nase kratzen. Bin gleich wieder da. Nee. Nein, sie juckt. So, da bin ich wieder. Wir bekommen erstaunlich viel Flintenmunition. Hallo? Okay. Was ist das hier? Hier liegt nichts. Wir schauen uns hier immer wieder mal, wie immer, ein bisschen um. Aber da ist nichts. Hallo? Kommen wir hier rein? Der hängt. Das ist doch. Das ist der Polizist. Armer Deputy. Das war der Polizist. Wo ist denn eigentlich der, hier hergekommen? Ich hab die Tür nicht zugemacht. Flüssige Chemikalien. Nehmen wir mal mit. Ich hab die Tür nicht zugemacht. Alles klar. Und wo treibt sich Daddy rum? Der müsste doch hier irgendwie die ganze Zeit rumlaufen. Was machen wir hier? Wir können die Viecher treten. Das ist doch schön, da ist irgendwas. Wir schauen uns hier nochmal um. Wir können hier runtergehen. Haben hier einen Schlangenraum, aber keinen Schlangenschlüssel. Das ist ein Nachteil. Schießpulver. Wir können kein Schießpulver mitnehmen. Das ist doof. Hier ist ansonsten auch nichts.
Ich weiß, wir müssen das oben nehmen. Das ist der Hundekopf. Habe ich schon gesehen. Aber warum sollte der Hundekopf hier einfach so rumhängen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir nehmen mal den Hundekopf. Sie haben nicht genug Platz. Was sollen wir jetzt machen? Wir können was kombinieren. Haben dann aber immer noch nicht genügend Platz. Wir müssen nochmal zurücklaufen. Wir laufen nochmal ganz schnell zurück. Hier nicht durch. Das ist jetzt aber ätzend. Das ist jetzt aber doof. Dass wir da für den Hundekopf auch noch Platz brauchen. Aber gut, macht ja Sinn. Hallöchen. Ist gerade nicht so spannend. Gebe ich zu. Ihr leckere Schleimgeräusche. Wir rennen zurück. Und ihr so? Alles klar bei euch? Was macht ihr so in der Freizeit? Gebt ihr euch auch irgendwie erhöhte Herzfrequenzen hin? Ich mach das immer. So. Die können wir kurz einlagern. Den Skorpionschlüssel brauchen wir, glaube ich. Ne, den brauchen wir nicht. Komm. Das Urpendel brauchen wir jetzt. Oh ne, scheiß drauf. Lassen wir jetzt einfach hier. Gegebenenfalls laufen wir halt zurück. Ist mir jetzt egal. Die Flinte tun wir mal auf die 3. So. Und speichern. So. Jetzt holen wir uns den Hundekopf. Es dauert alles ein bisschen länger, weil wir die ganze Zeit hin und her laufen mussten. Aber wir haben uns ja jetzt die Flinte geholt. Haben hier unten aufgeräumt. Jetzt sind wir Startler. Und holen uns den zweiten Hundekopf. Müsste der zweite sein? Nein, da kommen wir nicht durch. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der Hund die Hundekopf war. Ich glaube, im Wohnzimmer, da war irgendwie so ein Bild, wo die auch rein mussten. Ich glaube, eins haben wir oben schon aus dem Buch. Ich glaube, da waren wir noch 3. Das war ein 3-köpfiger Hund. Dann bekommen wir hier unten den zweiten. Ich weiß nicht, wo der letzte dann sein soll. Das werden wir aber wahrscheinlich noch erfahren. So, jetzt holen wir uns den Hundekopf. Aber ich glaube nicht, dass der uns so einfach gegeben wird. So, Hundekopf. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe. Du kommst hier nicht raus! Nicht? Glaube ich aber doch. Was ist dein Problem, Digga? Komm her. Tschüss. Ich muss hier rumrennen. Ich muss hier rumrennen. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. So können wir den ein bisschen wegtreten. Was passiert da? Was ist das? Oh Gott! Scheiße! Was macht der da? Das ist nicht gut. Alter, 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 Alter! Wir können eine Kettensäge nehmen. Aua, 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 nein, nein, nein! Oh. Wir sind tot. Was sollen wir denn machen? Mit Jack, lassen Sie sich nicht von Jacks bizarrer, tödlicher Waffe einschüchtern. Suchen Sie die Umgebung nach etwas, das Ihnen im Kampf einen Vorteil verschaffen kann. Ja, geil. Machen wir.
Ach, hier speichert der automatisch. Das ist praktisch. Danke, Spiel. Das ist nett von dir. Ich kann ihn doch nicht die ganze Zeit jetzt hier unten da fertig machen. Ja. Batsch. Tritt sie mich runter, bist böse. Ja, ja. Du kommst hier nicht raus. Nicht? Das glaube ich aber. Wo ist er? Nein! Aua, aua, aua! Nein! Nachladen! Wo ist er? Wo ist er hin? Aua, 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 aua! Wo ist er hin? Komm her! Komm! Ich muss nachladen, lass mich in Ruhe. Hilfe, 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 Hilfe. Lass mich! In Ruhe. Flintenmunition. Komm her, komm. Komm her. Lass mich. Ich weiß nicht, ob ich den dabei anhitten kann. Ob es irgendwas bringt. Das ist nicht Groovy! Komm her, komm! Hilfe, 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 Hilfe! Wir holen uns mal schnell die Kettensäge. Ja, Mann! Weg mit dir! Du überlebst das! Lass mich in Ruhe! Aua, aua, aua! Aua, 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 aua! Hilfe, 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 Hilfe! Was ist los? Ja, Mann! Weg mit dir! Ich weiß nicht, ob das nicht sinnvoll ist. Alter! Nein, 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 den Pfosten brauche ich. Komm, ich muss das dagegen stoßen. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. Wir brauchen Heilung, Heilung, Heilung. Aua, nein! Nein! Werde ich nicht! Lass mich in Ruhe! Hilfe, was soll ich machen? Nein! Hilfe, 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 erste Hilfe, erste Hilfe, erste Hilfe. Nein, aua, 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 scheiße, 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 scheiße. Das ist doch, ich bin fast fertig mit ihm. Ja, ich bin Daddy! Aua, nein, was soll ich denn machen? Ja, Mann! Nein! Nein! Was? Nein! Ich hab gedacht, er ist fertig. Nein, ich war direkt da vorne. Hängenden Leichensäcke. Ja, das weiß ich doch. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht?
Ich will doch nicht gegen ihn fighten.